Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Verkabelvideo. Ich muss mal hier ein bisschen noch nebenbei aufräumen, damit ich euch jetzt zeigen kann, warum und weshalb, was wir hier machen. Ich habe mich auch entschlossen, ich werde nachher noch ein Video machen zu HDMI-Kabeln im Allgemeinen, damit ihr euch da ein bisschen mehr drunter vorstellen könnt, warum, weshalb und so lala. So, was haben wir hier? Genau, der ist nochmal einzeln und der ist einzeln. So, also muss ich Kabel binden, oder? So, dass ich euch auch wirklich alle zeigen kann. So, wir wollen den kompletten Bereich neu verkabeln. Neue Kabelei an die PlayStation 4, an die Kodiana Box, an den Receiver, an den 4K-Player, an die Cambridge Audio und natürlich auch neue LAN-Kabel. Ich habe dafür netterweise von Kabel direkt die Produkte zur Verfügung gestellt bekommen, um so ein Video mal wieder machen zu können und um ein bisschen aufzurüsten. Und das werde ich euch auch gleich erklären, mit was. Ich zeige euch nur schnell noch was. Ich habe auch noch solche hier. Kabelbinder, da steht auch Kabel direkt dran. Dann habe ich einmal so ein großes, das habe ich ja schon für die PC-Ecke benutzt. Da ist immer noch genug da. So, dann wollen wir zwei zusätzliche Geräte jetzt anschließen. Meine PlayStation hängt jetzt momentan direkt an der Capture-Karte, also ich kann nicht am Fernseher zocken. Also müssen wir auf jeden Fall wieder unseren HDMI anschließen. Also 2 zu 1 ist das. Der muss auf jeden Fall wieder ran. Warum muss der ran? Ja, der macht halt ein HDMI auf 2 HDMI. Dann habe ich hier und am PC das HDMI-Bild. Diesmal werden wir ihn aber ein bisschen anders anschließen. Den werde ich euch auch noch zeigen. Und ich habe denn hier und am PC 4K. Wir können hier halt am Gerät direkt umstellen. Wir haben hier so einen Schalter. Und da haben wir Copy, Audio, Auto und Mixed. Das heißt, wenn er ganz rechts auf Copy ist, dann kopiert er das Signal, was hier reinkommt. Und macht das auf beide HDMI-Ausgänge raus. Das heißt, wenn ihr hier einen 4K-Fernseher und einen HD-Fernseher dran habt und hier die PS4 Pro zum Beispiel oder einen 4K-Player und ihr stellt das Signal auf 4K ein, dann gibt der auf beide Quellen 4K aus. Auf beide. Aber beim nicht 4K-fähigen Gerät kommt natürlich kein Bild an. Da könnt ihr Glück haben, dass vielleicht Ton kommt. Vielleicht auch nicht mal Ton. Dann haben wir auch noch Auto. Da erkennt der automatisch die schwächste Quelle. Und macht das halt, regelt halt für 4K-Fernseher genauso runter wie für den, genauso runter wie auf den HD-Fernseher. Oder wir haben Mixed. Mixed heißt, er gibt 4K und 1080p aus. Aber, jetzt kommt das Aber, mit HDR gibt es Probleme. Das heißt nur das Bild. Also nicht, dass HDR funktioniert. HDR ist dann immer noch so eine Sache. So. Und wir wollen von AV-Hex, was ich mir geholt habe, einen so. Ein HDMI-Verteiler, also 5 zu 1 anschließen, wo alle meine Geräte rankommen. Da ist so eine Fernbedienung mit bei, man kann dann direkt am Gerät steuern. Und der hat 4K 60 Hertz und wenn er unten rechts guckt, HDR hat er auch. Wir werden in einem späteren Video, also nachdem ich das hier alles verkabelt habe, werden wir uns das auch alles angucken, ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll. Nicht, dass da was nicht funktioniert. So, können wir das schon mal wegstellen. Wir haben dann halt hier noch den Stromkabel mit bei und eine Fernbedienung ist auch mit bei, die jetzt keine Batterien hat. Da müssen wir uns dann noch Batterien nehmen, holen. Ich habe ja vorgesorgt,
habe eigentlich genug Batterien da. Die kleinen muss ich mir wiederholen, sehe ich gerade. Die kleinen Batterien muss ich mir wiederholen. So, dann kommen die hier rein, dann sind wir da gewappnet. Also Batterien sind nicht gleich mit bei. Die Fernbedienung wirkt auch ein bisschen billig, muss ich sagen. Also von dem leichten Plaste her und vom Reinmachen, aber wir wollen uns ja nicht entmutigen lassen. Und dann haben wir dann halt hier an aus und die 5 Quellen, die wir auswählen können. So. Und wir wollen einen kompletten Rundumschlag machen. Das heißt nicht nur, dass wir die Geräte neu verkabeln mit HDMI. Das sind auch HDMI-Kabel nach dem 2.1-Standard. Da werde ich nachher noch ein separates Video machen, euch das alles erklären und zeigen, was die einzelnen Standards können. Der ist nach dem 2.1-Standard gemacht, aber da gibt es halt seit Anfang des Jahres war das, glaube ich, oder was, voriges Jahr? Nee, dieses Jahr gibt es da irgendwie eine Richtlinie, dass bei HDMI-Kabeln nicht mehr genannt wird, welcher HDMI-Kabel das ist. Also wenn ihr wie früher jetzt zum Beispiel HDMI 1.4, 2.0a, 2.0b, das ist mit dem ab jetzt nicht mehr so. Jetzt steht da einfach nur HDMI-Kabel und ihr müsst eine Beschreibung gucken, was für ein HDMI-Kabel das ist. Und der ist halt nach dem Standard 2.1, aber es gibt noch kein offizielles Zertifikat für 2.1. So, und das sind ganz normale HDMI-Kabel. Hier zwei. Die habe ich selber gekauft. Ja, also die sind nicht gesponsert. Die habe ich noch einen dritten, wartet, den kann ich euch auch zeigen. Den hatte ich nämlich am PC. Den habe ich abgebaut. Den habe ich schon länger im Einsatz. Auch von Kabel direkt, auch selber gekauft. Der war mit bei. Steht das, sieht man, aber das sieht man, glaube ich, schlecht in der Kamera. Der war mit bei, wo ich mein DreamScreen gekauft habe. DreamScreen arbeitet schon lange mit Kabel direkt zusammen. Da habe ich jetzt hier so einen kleineren dran, den werde ich euch auch gleich zeigen. Der ist auch von Kabel direkt. Wartet, ich mache ihn mal ab, dann kann ich euch den zeigen. Der war automatisch standardmäßig mit bei. Das ist so ein schwarz-goldener. Das lief da, sieht man das? Ja, von Kabel direkt. So. Also der war automatisch beim DreamScreen mit bei. Und den habe ich dann halt zusätzlich noch gekauft. So, dann haben wir das. Dann der HDMI, dann noch einen neuen optischen. So, der hier, auch vergoldet und dick und so. Der soll dann zur Soundbar gehen. Da muss ich noch gucken, wie ich das am besten mache. Wie ich den Kabel da lang lotse. Dann haben wir hier noch, muss ich mal auspacken, dann habe ich noch nicht ausgepackt. Ah, hier ist dann noch eine Karte wieder vom Kabel direkt mit bei. So. Dann hier noch ein SAT-Kabel. Weil bei meinem ist das Problem, der rutscht das immer hinten raus. Und hier mit dem nicht mehr. Der ist halt alles fest, den brauche ich nur festschrauben. Und dann läuft das. So. Den wollen wir ranbauen. Und 5-mal LAN-Kabel wollen wir auch anbauen. Also das wird ein bisschen länger gehen und größer werden. So, ich werde jetzt, weil das mit Mikrofon ein bisschen blöde ist mit Arbeiten, werde ich Mikrofon mal kurzzeitig abmachen. Ich werde jetzt mal den Antennenkabel verlegen irgendwie.
So, der liegt jetzt schon mal hinten, den werden wir gleich verkabeln. Wir müssen noch ein paar Kabel abmachen und alles ein bisschen zusammenräumen und ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mit der Steckdose, mit den Steckdosen mache. Ach so. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Den habe ich schon verlegt. Das ist auch von Kabel direkt ein 10 Meter HDMI-Kabel, der halt direkt zur Capture-Karte geht. So, jetzt mal jetzt alles abbauen. Da empfehle ich euch auch, lasst die Stromkabel immer zusammen bei den Geräten, wo sie dazugehören. Nicht, dass ihr dann alles einzeln habt und ihr wisst dann nicht mehr, wo was hingehört. Warte mal, ich mache euch nochmal ein Stück runter. Beim Abbauen kann ich noch das Mikrofon nehmen. So. Ich hoffe nur, dass ich mit dem Kabel jetzt nicht durcheinander komme. So, dann die PlayStation. Station abbauen. Haben wir. So, dann kommt die Festplatte. So, das ist nämlich die Steckdosenleiste von der PlayStation. Das heißt, hier sind alle Kabel dran, die werden wir nämlich auch austauschen. Hier sind alle Kabel dran, die zur PlayStation führen. Also die PlayStation benötigt. Strom für die PlayStation. Logischerweise die Festplatte, die habe ich jetzt schon abgebaut. Strom für den HDMI-Verteiler. Der kommt dann diesmal woanders ran, habe ich mich entschlossen. Und den Blu-ray-Player habe ich ja auch dran. Ne? Ach Gott, weil der separat woanders nicht mehr gepasst hat. Also das ist ein 4K Blu-ray-Player für die, die interessiert. So, dann haben wir hier die Kamera, die jetzt gerade abgesegelt ist. Ganz toll. So, dann haben wir die Kamera, die ist jetzt auch ab. So, dann haben wir hier den LAN-Kabel, den tauschen wir ja auch aus gegen den neuen. Das ist, was habe ich denn hier für einen? Mir sind schon so viele kaputt gegangen. Das ist ein
Cat 7 ist das. So, den müssen wir später machen. Weil wir kommen noch nicht an alle Sachen hinten ran. So. Das Problem jetzt ist, wir müssen jetzt sowieso erstmal ein bisschen abrocken. Das Problem jetzt ist, was ich noch nicht weiß, wie ich es machen werde. Ich hatte hier eine Steckdose ohne Überspannungsschutz. Die hat da nochmal einen separaten Stromanschluss. Ja, und da hatte ich eigentlich den Stecker, der da hochgegangen ist für die Leiste und so, für die Lavalampe und so. Das muss ich dann gucken, wie ich das am besten mache. So, dann haben wir noch einen Stecker hier dran. So, müssen wir nur gucken. So, das ist der. So, und hier ist einmal die Lampe dran, die Uhr dran. Der wird auch ausgetauscht. Und der graue Kabel ist vom TV. Also, dass die Dauerstrom haben, der ist immer an. Und hier sind zwei Stecker noch drin, wartet, dass ich euch das vernünftig zeigen kann. Ach Gott. So, hier sind, ist noch einer dran. Was ist das für einer? Also das ist ja von der Soundbar. Gut. Also, hier sind, das ist Dauerstrom. Da ist kein Zwischenschalter dran, der das an- und ausschaltet oder irgendwas dergleichen. Ja, also hier, sowas hier, wo man per Funk an- und ausschalten kann. Man hat hier zwar einen Knopf hier oben, aber das ist versteckt da hinten, der komme ich sowieso nicht ran. So, und das, die einzigen beiden Sachen, die wirklich immer an sind auf dieser Steckdose, ist der Fernseher und der Wecker, also die Uhr. Die beiden Sachen sind nur an, wenn ich sie brauche. Und die haben auch nicht die Stromkapazität oder Stärke, damit sie das, was hier hinten angegeben ist, auf der Leiste überschreiten. Das ist einmal, kann ich euch zeigen, so, einmal das hier, so ein Dreierverteiler. Und an diesem Dreierverteiler sind zwei Geräte dran. So. Und zwar, sind diese beiden Geräte dran. Und das ist, wie ihr auch gleich sehen werdet, hier. Müsste eigentlich gleich mal was passieren. Oder auch nicht. Ach so, das ist das Falsche. Hier. Das ist einmal für die Kodiana-Box. Weil die brauche ich nicht immer. Also wenn ich zocke, muss das nicht an sein. Wenn ich Fire TV gucke oder TV gucke, muss die nicht an sein. So, und der zweite schraubt sich echt beschissen hier. Na komm. Oh. So ein bisschen beschissen angebracht, genau bei der Wi-Fi-Antenne. So. Und der zweite ist für meinen SAT-Receiver, also für meinen Android-SAT-Receiver, für die AnchorX 2.0. Da ist der andere Strom dafür da. So. Und wie gesagt, die laufen ja nicht immer. Und die fressen wirklich ganz, ganz minimal Strom. Sind halt Android-Boxen, was sollen die an Strom fressen? So, was aber eigentlich fast immer läuft. Ich muss. So.
So, das muss dahin. Was halt immer läuft, oder fast immer läuft, ist halt die zweite Steckdosenleiste. Dort befindet sich... Ah, Gott, das werden wir mal abmachen hier. So. Oh, Alter, was ist denn hier? So. Der Fire TV befindet sich da dran, der auch nicht viel Strom braucht. Und wir wollen das heute alles auch noch anders machen. Oh, ey. Ich hasse das mit diesem kleinen Kabeldings hier beim Fire TV, das ist so scheiße. So, Fire TV ist dran. So, dann haben wir hier noch einen einzelnen. So. So, der hier. Den müssen wir auch wieder einzeln packen. So, der ist für... Wartet mal, ich muss hier noch den Kabel hier irgendwie verstecken. So, damit ich den nicht aus Versehen abruppe. So, der ist für Dreamscreen. Ja, also für mein Ambilight. So, und dann haben wir noch einen. Das ist dieser hier. Der ist für die Soundbar. Logischerweise muss die auch immer laufen. Und wo war denn der andere? Wir haben doch noch mehr Kabel hier dran. So, dann haben wir den. So, der ist für meinen optischen Verteiler, was wir dann auch wieder neu anschließen müssen. So, machen wir auch mal weg. Der macht mir praktisch ein optisches Signal in zwei. Das heißt, ich kann meine Soundbar betreiben. Gleichzeitig kann ich aber auch, wenn ich möchte oder separat, kann ich das anmachen, also die Cambridge Audio anmachen. So. Und dann, das ist die Gigagate. Ach Gott. Dann werden wir auch mal alles abschließen hier. So. So, dann da ist meine Gigagate dran. Logischerweise muss die auch immer an sein, weil ich brauche ja Strom. Internet. So. Also die muss auch immer an sein. Da müssen wir gucken, wie wir das dann am besten verkabeln. Und dann haben wir hier noch einen, der nach hinten geht. Der ist nochmal ein zusätzlicher Stromkabel. Also mal gucken, ob der doch richtig ist, ob ich es richtig sage. Nee, der ist von der Soundbar. Der ist von der Soundbar und der ist der zusätzliche Stromkabel. Ich habe an meinem Ambilight zweimal Strom dran. Einmal praktisch zum Dreamscreen, was das mit Strom versorgt. Und zusätzlich habe ich nochmal ein Stromkabel auf der Rückseite angeschlossen, dass da noch mehr Power da ist. So, dann haben wir das schon mal. Und das können wir, wie machen wir das jetzt am besten? Das legen wir mal hier oben hin. So, dann können wir hier schon mehr Kabel rausnehmen. So, dann haben wir hier den Ton. Das ist mein alter Tonkabel. So, den werden wir mal dahin packen. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles am besten... Ah, das ist, dann bräuchte ich ja doch drei. Egal. So, das ist mein Kabel vom TV. Das heißt, bei mir geht vom TV, ich habe einen Samsung TV, bei mir werden die HDMI-Kabel nicht hinten angeschlossen, sondern hier an diesen Kasten. Ja. Da ist alles, was ich habe am TV. Ne, ich habe noch einen LAN-Anschluss habe ich hinten dran und noch einen zusätzlichen HDMI und einen Kartenslot. Ach, und USB habe ich da auch noch mal dran. Und hier habe ich dann halt meine vier HDMI-Eingänge. Da SAT-Kabel, sieht man's? Und Normal-Antenne, zweimal USB und da der
optische. Sieht man den? Ja. So. Das werden wir mal hier hochlegen. Den werden wir auch mal wegpacken. So. Wie gesagt, hier kommt ein kompletter Rundumschlag. Wir machen alles neu. So, den machen wir auch da oben hin. Den legen wir hier so rüber. So, damit der nicht abhanden kommt. So. So, dann können wir den nämlich abmachen. Vielleicht lasse ich auch den blauen von der PlayStation separat noch dran, weil der blau ist. Die anderen sind Cat 6, glaube ich. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich muss gleich mal nachgucken. So, mal den. Und das sind stand hier irgendwo, ich weiß es. Ich habe es letztes Mal gesehen. AWG Cat 6 sind Cat 6 Kabel. Oh Gott, ich schwitze und kein Tuch mit bei hier, ey. Scheiße. So, dann haben wir einmal einen alten HDMI, die mich eigentlich über die ganzen Jahre gut begleitet haben. Da hatte ich mir damals bei Amazon ein paar gekauft. Ligavo gibt es ja nicht mehr. 1080p 4K ist da auch gut, aber die sind nach, ich weiß nicht, nach welchem 4K-Standard die gemacht sind. Ich glaube nur mit 30, nee, mit 60 FPS, aber nee, mit 30 glaube ich nur, ich weiß es nicht. Und da wird es jetzt Zeit für neue, dass man da mit der Zeit geht. Das sind, steht hier irgendwo was? Highspeed steht nur drauf. Da steht nur Highspeed drauf. So. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal ein HDMI-Kabel. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Achso, der war vom Bildschirm damals. Der war, glaube ich, von BenQ. Den hatte ich dann für meinen 4K-Player benutzt. So, dann haben wir einmal hier einen weißen. Das ist noch ein Cat 4 oder so. Der hat halt nicht so viel Power. Das ist ein Patch. Cat 5e. Der war noch von der Fritzbox. Von den von den DLAN-Dingern von der Fritzbox. Schon was älter, also nicht mehr so viel Power. Der muss definitiv aussortiert werden. Hier haben wir dann auch noch einen 6er. Den 7er, Cat 7 ist der da. Vom TV. Den tausche ich aber erst ein andermal aus. Weil dafür reicht das Video nicht aus. Dafür müsste ich jetzt die komplette Soundbar abnehmen, um dahinter zu kommen. Weil ich habe die Kabel hinter der Soundbar verlegt. Und das ist jetzt, das muss jetzt nur nicht unbedingt sein. So. Dann haben wir hier noch was. Was haben wir denn hier noch? Achso, das ist das. So. So. Und dann haben wir hier noch zwei. Da haben wir einmal hier, den ich gerne austauschen wollen würde. Zur Soundbar wirklich nur so ein Mini. Den will ich nämlich unbedingt austauschen. Aber ich muss dafür wahrscheinlich die Soundbar doch abnehmen. Da
Cambridge Audio ist ein bisschen eingestaubt. So. Und der ist von meinem alten Headset. Der hier zur Cambridge Audio. So, hier ist der USB. Den werde ich erstmal abmachen. So. Und wir lassen nur das dran. Das will ich jetzt hier nicht alles extra abbauen. Aber der muss noch ab. So. Hier haben wir noch einen flachen LAN-Kabel. Den kann man halt unter der Türschwelle durchlegen. Ich weiß aber gar nicht. Hier steht auch nichts drauf, was das für einer ist. Mein Kater hustet. So. Dann haben wir hier, das ist der Stromkabel zur Cambridge Audio. So. Ich mache mal die Cambridge Audio so zur Seite. Dann können wir den hier hochziehen. Den schließen wir nicht ganz zum Schluss an. So, dann schließen wir wieder ganz zum Schluss, schließen wir das wieder an. Deswegen kann der hier erstmal weg. So. So, dann haben wir hier einen. Den werden wir auch lassen. Das ist ein Verlängerungskabel. Der kommt von da hinten. Da ist auch nochmal so wie, habe ich ganz vergessen, dass da ein Verlängerungskabel ist und nicht Strom. Das ist so wie der, ja. Aber dass da keine Leiste dran ist, sondern nur eine Verlängerungsschnur. Dadurch kann ich da hinten das mit benutzen. Und dann halt auch separat Zeit und Quatsch. Auch mit An- und Ausschalten mit Funkfernbedienung. Ist mir ganz wichtig. So. Was haben wir hier? Achso, der geht. Geht nach hinten. Ich habe ja noch da von Teufel, so eine Teufelbox, die praktisch optisch in Cinch umwandelt. So, aber die hier kommen alle raus. Die werden ausgetauscht. So. Die werden alle ausgetauscht. So. Praktisch sind es 1, 2, 3, 4, 5, 1, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Und hier auch 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das müsste auch ein 6er sein. 2, 4, auch ein 6er. Einer davon hat nur 2 USB mit 2 Ampere oder so. Also da braucht auch, wenn man da was ladet, dauert das halt dementsprechend lange. So, dann kann das weg. Die werden erstmal weggemacht. So, haben wir das, das, das. Eins haben wir noch vergessen. Das ist da dran. So, das ist B, glaube ich. Und dann brauchen wir natürlich neue Sticker. Wir brauchen auf jeden Fall neue Stecker. Und ich will noch, bevor wir was machen. So. Den. Und wo haben wir ihn? Da. Einmal in schwarzen. Sogar mit, wie gesagt, Schrauben und allem drum und dran, damit man an der Wand befestigen könnte. Lassen wir jetzt erstmal drinne. Einen weißen und noch mal einen schwarzen. So. Und den anderen weißen habe ich, den habe ich da oben dran. Da bei der PC-Ecke, da habe ich ja schon ein Video zu gemacht. Da ist praktisch der Karton dazu. So. Zwei weiße, zwei schwarze. Super.
So, ich werde euch das anhand von dem mal zeigen. So. Das ist ein 5er Steckerleiste mit An- und Ausschalten kann man hier. Und wir haben hier auch, wie ihr seht, USB dran. Dreimal. Auch am Weißen ist dreimal USB dran. Die gibt es auch in vierfach mit dreimal USB und dreifach mit dreimal USB. Gibt es die halt auch. So, die packen wir uns mal hier hin. So, dann haben wir das hier alles hingepackt. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. So. Wie machen wir das am besten? Weil das ist echt. Ich muss erstmal den SAT-Kabel machen. Moment. Den haben wir jetzt gemacht. Jetzt werde ich den schon mal dahin legen, wo er hin soll, also in das passende Fach. Und ich werde mit Klettband ein paar Kabel, die jetzt noch da sind, ein bisschen zusammen machen, auch von der Anlage, also von den Boxen und so, dass das da halt nicht so ein bisschen wirrwarr ist, damit das da halt ein bisschen zusammengehört. Und ja, aber erstmal hole ich mir ein Tuch. So, Tuch habe ich jetzt, noch Fenster aufmachen und dann geht's auch weiter. Thank you.
muss ich erstmal gucken. Das ist B. Das ist D. Müsste rein theoretisch das A sein. Ja, das ist A. So, machen wir das mal. A, B, D. So. Und jetzt brauchen wir Sattkabel. So, jetzt ist der Sattkabel schon mal da. Das ist Steckdose B. Achso, jetzt muss ich mal überprüfen. Ja, das ist Steckdose B. So, B. Dauerstrom bzw. A. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich es machen werde. Weil das Problem ist auch, dass die Stecker hier hinten, die sind so dicht zusammen. Da kann ich nicht zwei von diesen, von den Dingern nebeneinander machen. Also so, das geht nicht. Weil die sind, oder? Ging das bei denen? Warte mal, ich muss mal nachgucken. Ich sage gerade falsch, dass es bei einem anderen Stück drüber war. Nee, geht bei dem nicht. So, es geht bei dem leider nicht. So, dann haben wir hier schon mal Dauerstrom, was immer an sein muss. So. Den verlegen wir uns nachher noch nach unten. Das ist Nummer, das ist B. Das wird die Steckdosenleiste der PlayStation. Das wird noch eine Steckdosenleiste. Da muss ich nur noch gucken, wie die Reihenfolge sein wird, wie wir das jetzt am besten machen werden. Aber ich bin halt noch nicht zufrieden mit dem Kabelwirrwarr. Hier haben wir den schon. Jetzt brauchen wir da haben wir den optischen. Den könnten wir ja auch auf Dauerstrom packen. Können wir ja schon mal machen, dass wir hier nicht durcheinander kommen. So, können wir A auf Dauerstrom. So, den Verteiler auf Dauerstrom.
Output. Output, Output, Output. Output, Down. Oh, das ist ja so ja vergoldet hier. So. Dann haben wir das schon mal. Die Uhr noch und dann haben wir nur noch zwei übrig. Dann mache ich noch die Controller-Ladestation auf Dauer. Dann passt das schon. Dann wird das A. Kriegen wir schon irgendwie hin. So. Ich bin nur noch nicht zufrieden über die Kabelei, die von hinten kommt hier. So, den kleinen Billigkabel nehmen wir ab und wir machen jetzt einen ran. So. Der mehr Power hat. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir vergessen, den zu verlegen. So ein Scheiß. Ach Gott. So. Jetzt ist der da drinnen, der ist so ein bisschen geknickt. Ja. Dass er halt nicht oben rüber guckt. Man will den Kabel ja verstecken. So, dann haben wir einmal den. Dann haben wir hier den. Den können wir auch noch ein bisschen rüberziehen hier. So. Was haben wir hier? Das ist der TV. Der kommt ab. So. Dass wir das hier alles mal ein bisschen besser verlegen können. So. So, dann kommt. Der, den brauchen wir. So, das sind die beiden von Dings.
du schon die Steckdosen-Sicherung gekauft? Ich habe was Besseres bekommen. Ich beschäftige mich am Dienstag. So. Jetzt haben wir das vernünftig gemacht. Ich habe nämlich jetzt den optischen Kabel vernünftig verlegt. Hier ist er. Dass der nirgendwo zu sehen ist. Das, was sich ein bisschen doof macht. Ach, scheiße, das wollte ich ja auch noch machen. Das mache ich zum Schluss. So, dann hier die Kabel vom DreamScreen. Also ne, Stecker ist der. DreamScreen ist das. So, das ist Soundbar und so. Das ist auch noch zum DreamScreen. So, dann ist das hier erledigt. Das ist TV. Oh Gott. Den tausche ich nachher dann noch später noch durch den schwarzen aus. Aber dafür müsste ich den Fernseher dann wieder ein bisschen abrücken und so. Und dann müsste ich wieder ewig den Fernseher einstellen, deswegen mache ich das später, weil das Problem ist, die Halterung von meinem TV, die ist komplett gerade an der Wand. Mit Wasserwaage, alles tipptopp. Aber wenn ich den rausziehe, wenn der zu weit, also man kann es ja verstellen, nach links, rechts, vor, zurück, wenn der zu weit nach rechts oder zu weit nach links ist, sieht der aus, als wenn er schräg ist. Was nicht ist, weil das Ding ja hinten gerade ist. Und jetzt habe ich die Optimum, aber der Fußboden ist halt schräg. Und jetzt habe ich das Optimum gefunden, damit er gerade aussieht, also optisch gerade aussieht. Der ist die ganze Zeit gerade, aber dass er optisch für das Auge auch gerade aussieht. Ohne, dass mir das auf den Pisser geht, dass er dann halt so ein bisschen Kante hat. Und das möchte ich eher jetzt momentan nicht kaputt machen. Das mache ich, wenn ich das nächste Mal sowieso dahinter was stellen muss, dann wird der Kabel ausgetauscht. So, dann haben wir das. Können wir das hier schon mal gucken, wie wir das am besten verlegen. So. Das kommt dann hier runter. So. Und dann hier runter, da runter, da runter, da runter, da. So, da haben wir das. Auf Dauerstrom. So muss das sein. So. So. Und dann haben wir hier. Wo haben wir den? Da haben wir. Einmal ein Output. Output 1. Oh, fängt an zu stürmen hier bei uns. So. So, das ist Output 1. So. Dann brauchen wir natürlich noch einen. Input. Weil an das habe ich gar nicht gedacht, dass ich hier so einen Verteiler dran habe. So, dann haben wir einmal Input und so. Dann können wir das nämlich den auch abmachen. Und den ersetzen. Bin ich doof?
doch richtig. So. Und schon können wir die Cambridge Audio. Wieder hinstellen. So. Den Stromkabel machen wir erstmal nach unten. So, und den optischen hinten raus. So. Was ist denn das für eine? Ach, scheiße. Ich habe aus Versehen den Stromkabel abgemacht. So. Jetzt ist er aber dran. So, dann haben wir den optischen. Den fädeln wir hier unten lang. Damit er auch mit nirgendwo in Berührung kommt, was man vielleicht später noch braucht. So. Und dann kommt der hier in Output 2. So, dann haben wir das schon mal komplett. Fast komplett. So. So. Na, geh doch rüber. Dann können wir dann wahrscheinlich doch die Steckdosenleiste noch betreiben und haben so ja noch zwei Stecker übrig. Das ist doch toll. So, müssen wir nur gucken, wie wir das am besten machen hier. So. Dann können wir nämlich hier auch die ganzen Cambridge Audio-Kabel, also von den zu den Boxen und zum Subwoofer. Oh, meine Schere schneidet kaum noch. Muss die mal schleifen. So, die können wir dann nämlich hier alle auch noch zusammen machen nochmal. Ne, das lassen wir mal hier ein bisschen mehr. Mal gucken, wie kann man das machen. So, das. So, so viel Kabel muss sein, damit ich das unten runterpacken kann. Hier reicht das so dicker aus. So. Und dann machen wir das hier auch nochmal zusammen. So, dann können wir die nämlich hier hinten hängen lassen. Die fallen hier kaum auf. So. Habe ich da auch schon mal eine bessere Ordnung. So. Dann
Werden wir mal noch mal gucken, was hier von A ist. Ja, das ist A. So, jetzt haben wir noch C und D. Rein theoretisch müssen wir noch mal gucken. Das ist C. Das ist D. Dann passt das schon mal ganz gut. Meine Frau schreibt, glaube ich. Mensch, Hase, ich bin noch gerade am Machen. So, jetzt haben wir das soweit, wie es sein soll. So, dann brauchen wir jetzt das TV-Teil. Das habe ich sonst immer offensichtlich liegen gehabt. Das ist mein Tuch da. Ich bin am Überlegen, ob ich es diesmal ein bisschen verstecken werde. Aber ich finde es halt eigentlich ganz schnieker. So, dann haben wir das TV. Da haben wir dann natürlich einen optischen Ausgang. Da kommt es dann ran. Somit haben wir das schon mal angeschlossen und können das jetzt erstmal verstecken. Das kann nämlich jetzt, hoppala, ist rausgerutscht, das kann nämlich jetzt unter das Lowboard verschoben werden. Weil das ist jetzt eher uninteressant, dass das noch oben liegt. Ach Mensch. Da müssen wir aber anders machen. Da müssen wir was anders machen. Das geht so nicht. Die Kabel sind viel zu lang. So, dann machen wir mal die Kabel hier zusammen. So. So, die brauche ich auch nicht einrollen oder irgendwas. Die reicht, wenn ich die so zusammen mache. Genau, das ist die richtige Länge. Ach, meine Frau und mein Kind kommen. Na? Schon wach, Schatz? Wie lange hat sie jetzt geschlafen?
Stunde nur? So. Somit haben wir die hier zusammen und können die vernünftig verpacken. So, und zwar verpacken, verstecken. So. Das Problem ist nur, den von der Samsung Box, den kann ich nicht kleiner machen, weil ich ja noch nicht weiß, wo der hinkommt. So. Den kann ich noch nicht verstecken, weil ich weiß noch nicht, wo der hinkommt. So, dann, wo haben wir sie? Da. Wird das die B-Steckdose, die A-Steckdose? Die wir auch hinter der Schrankwand verstecken können. So. Die lasse ich auch hier unten, dass man halt ein bisschen besser durchsieht, was was ist. So. Dann können wir hier schon nach und nach die Geräte jetzt herholen. So. Und zwar, oh, das wird doch ein bisschen knapp. Oh, das wird doch ein bisschen knapp. Das wird ein bisschen knapp. Was denn? Oh, 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 wie die Handwerker immer sagen. Oh, das wird teuer. Ja, die Handwerker. Oh, das wird teuer. Oh, da fehlt das Schnüffelstück. Das wird teuer. Das wird teuer. So, die Uhr, 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 die Uhr. Und Ding. So, oh nee, das geht schon. Stelle ich gerade fest. Ich habe ja gerade festgestellt, wir haben ja USB. Oh. Dadurch. Oh. Oh. Das krampft in der Hüfte. Glaub mir. Glaub, mein Schwein pfeift. So. Den hier hinterlang. So, da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mal mit so vielen Verteilern arbeiten. So, haben wir die Uhr. Und den Controller, die Controller-Ladestation, die hat ja USB. Also dafür geht uns dann keiner verloren. Den schließen wir dann mal hier an. So. Haben wir das schon mal dran. Warum habe ich das auf Dauerstrom? Ja, weil ich den Controller ja nicht nur laden will, wenn die PlayStation an ist, sondern auch, wenn die PlayStation aus ist. Deswegen ist das auf Permanentstrom. So. Dann haben wir das. Das ist sehr stürmisch, Hase. Geh nicht raus mit ihr. Was war das? Ein Seufzer. So. Dann. Und das wird knapp, das wird knapp. Das wird knapp. Das sind ja schon alleine die zwei. So. Wir müssen den ja noch nicht an Strom anschließen. Wir können das ja erstmal so machen. Dass wir das erstmal an. Das war schon mal. Das parallel dazu anschließen können. Der kommt ja auch wieder hier hinten in die Ecke drin. Also können wir das schon mal alles parallel anschließen. Obwohl, ach, wir können den hier schon mal unter Strom setzen. Warum? Schadet ja nichts. Zack. So. Ah, fuck.
Ich könnte das natürlich jetzt hier auch oben, den hier hoch machen, aber das wäre Quatsch, weil der bleibt ja sowieso unten, der Strom. Achso, ihr seht gerade nichts, scheiße. Der bleibt ja sowieso hier unten und den lege ich dann ganz nach hinten. Deswegen wäre das totaler Blödsinn, wenn ich den dahin machen würde. So, dann haben wir hier an. Ist an. Und die LEDs an. Ja, rot und grün sind an. So, dann haben wir einmal das. Dann werde ich jetzt mal provisorisch erstmal noch mit einem zweiten Dreierverteiler arbeiten, den ich jetzt aber nicht separat an- und ausschalten muss unbedingt. Falsch, welcher war denn jetzt der welcher? Das ist der, das ist der, genau, der nicht. Ich habe was vergessen. So. So. Zack. Zack. So, das ist jetzt die Soundbar. Zack. Dann, wo haben wir denn jetzt? Dream Screen. Da haben wir Dream Screen. Und das ist der Stromkabel für den Dream Screen. Weil mir ja ein bisschen was an Steckern fehlt und ja hier sowieso beide an sein sollen, kann ich hier ruhig, weil der Dream Screen frisst nicht viel Strom, kann ich beide Dream Screens auf einen Dreier machen. Und mach den Dreier hier separat dran. Zack. Schon haben wir hier den Dreier. Für unser Dream Screen. Hier ist der Stecker dazu. Da. Och. So, jetzt aber. Ich muss anders. Leg mich doch im Arsch. So, der Dream Screen. Steckerteil machen wir hier hoch. So, dann hauen wir das hier unten hin. So. So, dann kommt das hier an Strom ran. Zack. So. Das ist der Dream Screen. Da ist der Strom für Dream Screen. So, jetzt geht's ans Feintuning. So. So, die Dolby-Anlage hier oben, die weiß ich noch nicht, wie die klemmen werde, dann machen wir den Strom mal da oben hin. So, jetzt geht's an, wie gesagt, ans Feintuning. Wir werden aber jetzt erstmal die LAN-Kabel nehmen und jetzt zeige ich euch gleich mal was richtig Cooles. Wir haben bei den LAN-Kabeln hier so Aufkleber mit bei, damit wir beschriften können, wo der hingeht. Das werden wir natürlich auch machen. Dafür brauche ich natürlich einen Stift. Hoppala. Und schon haben wir einen Stift. So. Dann machen wir hier einfach mal Receiver. Schreiben wir da Receiver rauf. So. Und da ich ja nicht will, dass man den gleich sieht, weil der steht ja ziemlich nah dran, lasse ich so ein bisschen Platz, dass ich den immer noch verstauen kann.
und klebt das dann hier um einmal umrum. So. So. Schon einen Zettel dran und da steht, was da drauf ist. Das machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Ah, einen I-Punkt vergessen. Zack. Ich zeige euch das jetzt lieber nicht, denn ich habe eine absolute Sauklaue. Nein. Hallo Baby. So. Und hier habe ich jetzt das nächste dran. Dann haben wir schon mal einen vorbereitet. Und beim zweiten brauche ich jetzt erstmal nichts dran schreiben. Ach doch. B, D. Play. Ja. So, für Blu-ray Player bzw. 4K Blu-ray Player. Und die Codiana Box brauche ich nicht beschreiben, die lasse ich einzeln, weil ich weiß ja nicht, wie lange die noch updatefähig ist und ob ich die noch lange haben werde oder nicht. So, dann nehmen wir hier auch wieder ein bisschen Platz. Dann kleben wir das hier einmal. Daumen rum, wenn es gerade gehen würde. Naja, nicht gerade. Sieht kacke aus, aber okay. Man kann es zuordnen. Ich hätte es mal meine Frau machen lassen sollen. So, dann nehmen wir das hier. So. Und dann haben wir den nächsten beschriftet. Und einen brauchen wir noch. Und dann haben wir noch zwei über. Die für die PlayStation und für hier, die werde ich dann halt ein andermal noch verlegen. Oder, ach scheiße, PlayStation machen wir jetzt nur noch gleich mit. Sagt mein Akku. Mein Akku sagt bald leer. Das schreiben wir mal rauf. PS4. PS4. So. Dann haben wir immer wieder so viel Platz. Genau. Und hier auch wieder so viel Platz, damit es halt nicht oben rum flackert, dass es wirklich hinterm Schrank dann ist, weil man soll es ja nicht sehen. Das ist nur, wenn wir das mal machen müssen, damit wir die zuordnen können. So. Dann haben wir das erledigt. Dann können wir das jetzt hier hinten dementsprechend anschließen. So, was ist das? Das ist PS4. PS4 kommt nach unten auf den stärksten. Was machst du da? Der Waschzettel von der Decke. Oh Gott. Sie wollte mir nur zeigen, dass sie den hat. Sie wollte mir nur zeigen, dass sie den hat. Ne? Das ist ja süß. Die und ihre Waschzettel, ey. Sie, die Tochter. Die steht auf der Seite und ist Oh Scheiße, jetzt habe ich das hier schon abgerubbt. Naja, egal.
So, das ist. Hallo. Receiver. Zack. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das jetzt hier alles gleich lang lege, ich werde das gleich anders machen, das werdet ihr gleich sehen. So, da haben wir TV, PlayStation, Receiver. Jetzt fehlt noch der Blu-ray-Player. So. Und so. Fehlt doch noch einer. Ich habe einen vergessen rauszunehmen, einen unbeschrifteten. Der ist ja dann für die Kodiana-Box. So, beziehungsweise wird dann später, wenn der Fire TV Cube endlich da ist in Deutschland, wird der Kabel für den Fire TV Cube sein. Natürlich haben wir jetzt hier so einen riesen Kabelwirrwarr, was kacke ist. Das wollen wir nicht. Deswegen werden wir die so ein bisschen zusammen machen. Bei dem ist das auf jeden Fall besser beim Verlegen. Was machst denn du da? Mhm. Das ist wieder so ein interessant, was du damit mich verarschen willst, oder? Nein. So. Ich habe hier auch extra mehr genommen, damit ich das hier schön rummachen kann. So. Dann. So. Einmal brauchen wir dann hier. Gott. Uiuiui. So, genau. So. So, dadurch haben wir jetzt einen dicken Strang, den wir verstecken können, beziehungsweise hier nochmal einen dicken, so, so, jetzt haben wir das nämlich hier. Und weil ja davon einige weggehen, müssen wir uns jetzt hier mal kurz gucken, wo was ist. Das ist PS4. Der kommt nach da. Und die drei kommen ja nach unten. Und da wir ja bei der PS4 hier auch nicht wirklich ewig Kabel brauchen, können wir uns die hier erstmal zusammen machen. So. Ich muss jetzt mal gucken, ob es von der Länge reicht. Oh Gott. Ja, das ist recht dicke von der Länge. So, dann mache ich die hier so zusammen, wie so ein Schlauch. Und hier dann etwa so eine Länge noch dazu. Das reicht aus, um die zu verstecken, das unterm Schrank zu machen. Ohne, dass es irgendwie auffällt. Na, eh mal rum können wir auch noch. Müsste immer noch ausreichen. Na, mal lieber nicht. Machen wir lieber so. So. Machen wir ein bisschen enger. So, genau. So. So sieht das ganz gut aus. So, dann können wir das nämlich nehmen. Einmal. Und nochmal. So, und dann wickeln wir das hier einmal hier oben rum. Dafür macht sich das Klettband vom Kabel direkt echt super.
Kannst du hier schön rum selber zuschneiden, wie du brauchst. Ein bisschen mehr machen, dass man hier so ein bisschen enger rumwickeln kann. Dass man ein bisschen Druck aufwickeln kann, auflösen kann. Weil dann haben wir hier praktisch einen dicken Schlauch, wo halt einmal was abgeht, hoch zum TV. Hier geht es nochmal zur PlayStation ab und das wird versteckt. So, dann können wir das nämlich jetzt schon mal machen. Wir stellen das hier hinten hin. So. Und können jetzt den LAN-Kabel hier verstecken. So. Hätte ich vielleicht doch mal zwischendurch nochmal. Naja. So. Uiuiui. So. So. Das. Ja, damit viel verstecken ist da nicht. So. Na doch, geht. Geht. So, nur halb runter. Dann haben wir hier den langen für die PS4. Den können wir hier oben reinstecken am Griff, damit der nicht abhanden kommt. Und die anderen drei, die können wir jetzt erstmal in die Buchse machen. So, ich meine in Schubfach. Quatsch. Ach, was meine ich denn jetzt? Was ist denn das? Ach, das ist der. Was ist denn das für einer? Ja. Ach Gott. So. So. Jetzt haben wir den SAT-Kabel und dreimal LAN hier schon liegen für die Geräte, die hier reinkommen werden. Wir haben hier noch einen, der zur Teufelbox geht. Der ist jetzt momentan erstmal ohne Bedeutung. Der ist nicht angeschlossen. Mein Akku reicht noch gut. So, geht's erstmal weiter. Wir haben das Dreamscreen angeschlossen. An hier den Dreierverteiler, der da dran ist. So, den müssen wir dann nachher noch gucken, dass wir das irgendwie verstecken. So. Müssen wir dann einfach so runterlegen, weil der ist so dick, der Stromkabel, dass wir den nirgendwo großartig verstecken können. So, jetzt wird's knifflig, Leute. Jetzt kommt das, was ich euch gesagt habe, warum wir das jetzt alle ein bisschen anders anklemmen werden. So. Weil ich ja nicht nur Videos Streamer über die PS4, weil ich auch die Anchor X oder andere Android-Boxen in Zukunft für euch zeigen will, werden wir das jetzt alles ein bisschen anders anschließen. Und weil ich am Dreamscreen nur drei Geräte ranpassen, ich aber alle Geräte dran haben will, also PlayStation, Blu-ray Player, Fire TV, Receiver, werden wir das jetzt alle zusammenkuddelmuddeln. Wird ganz toll. Das ist Receiver. Das ist der BD Player, der kommt hier runter.
So. Jetzt müssen wir erstmal den Blu-ray Player anschließen, damit wir da vorankommen. Dann schließen wir erstmal den LAN-Kabel an. Da habe ich jetzt schon den richtigen. So, jetzt kommen die HDMI. Oder nee, die machen wir zum Schluss. Die machen wir zum Schluss. So. Jetzt haben wir den schon mal mit dem LAN angeschlossen. Jetzt überlege ich, was wir da mit Strom machen. Machen wir den auf Dauerstrom? Oder klemmen wir da mal einfach so in dazwischen, weil der braucht ja nicht ständig laufen. Und machen den erstmal provisorisch auf C. Obwohl, den können wir dann eigentlich auch an eine Playstation anklemmen. Egal. Machen wir den auf der Playstation. Dann haben wir da unten nämlich noch ein bisschen mehr Platz für noch ein paar Geräte, weil da kommt noch ein bisschen was dazu. So, dann machen wir den erstmal provisorisch an die Playstation ran. So. Jetzt kommen die nächsten Geräte. So. Jetzt kommt die Anchor-X, also der Receiver. Der braucht erstmal den SAT-Kabel, logischerweise. Ja, das schraubt sich schon viel angenehmer als mit den Dingern, wo du den Kabel selber cutten kannst in die richtige Länge. Da habe ich jetzt schon dran. So, HDMI kommt später dran. Und dann brauchen wir hier natürlich einen LAN-Kabel. Das ist dieser hier. So, jetzt haben wir die beiden das schon mal angeschlossen. So. Natürlich muss auch der Strom angeschlossen werden. So. Und da werden wir das, denke ich mal, auch so machen, dass wir Dreierverteiler gibt es nicht. Habe ich jetzt hier nicht. Scheiße, doch habe ich. So, einen Dreierverteiler habe ich noch. So. Das wird dann, oh, das wird knapp. Das wird eine richtig knappe Angelegenheit. So, wir haben nämlich noch den Fire TV, den wir anschließen müssen. Obwohl, den könnten wir eigentlich auch an den USB anschließen. Ich denke mal nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Ich denke mal nicht, dass es irgendwelche Probleme gibt, wenn wir den da anschließen. Denke ich mal ganz stark nicht. So, dann haben wir den schon mal angeschlossen. Dann kommt noch die Kodiana-Box. So, die braucht natürlich auch LAN. Und später ein HDMI-Kabel. Ja, da hast du vollkommen recht, Tochter. So. Da ich jetzt ja natürlich, wenn ich PlayStation spiele, nicht unbedingt will, dass die Geräte mitlaufen. Und Internet brauche ich ja dann sowieso. Also ist die Steckdose sowieso an. Und für DreamScreen natürlich. Also Soundbar, Internet, DreamScreen. Brauchen wir jetzt natürlich nochmal einen Dreierverteiler dran. Das ist dieser. Der ist dann D. So. Machen wir erstmal so. Der ist dann D.
Und an D kommen jetzt nur diese beiden kleinen Geräte ran. Die Anker X und die Codiana Box. Weil, wenn ich Receiver gucken will, dann mache ich mir das an. Wenn ich nicht Receiver gucken will, ist das dann halt aus. So, jetzt haben wir die Geräte angeschlossen. Jetzt kommt noch mehr. Du hustest. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Ich muss ja mal überlegen, was war denn jetzt was? Das war Dauerstrom. So, das war Dauerstrom, B und das ist A. So, dann kommt das erstmal weg. Dass wir hier auch nichts Verkehrtes machen. So, die gehört auch noch zur Codiana Box. Das ist ein IR-Sensor. Hoppala. Der soll natürlich hier wieder hin. Der muss hier lang. So. Weil die zu tief ist und da ist es mit dem IR-Sensor besser wegen Fernbedienung und so. So. Jetzt kommen wir zur PlayStation. So. Wie gesagt, den BD-Player mache ich jetzt bei der PlayStation wieder mit hin, aber mit einem separaten Ein- und Ausschalter. Also der läuft dann nicht mal im Standby, wenn die PlayStation an ist. So, dann haben wir hier die Festplatte. Die hat einmal USB und einmal Strom. Dann schließen wir mal den Strom an. Find's Loch nicht. So, jetzt haben wir hier Strom. So, die HDMI-Kabel kommen dann zum Schluss dran. Die Festplatte soll auch wieder hier hinten in die Ecke. Also können wir den Stromkabel dann eigentlich gut wieder verlegen. So, dass er hier unter allen anderen Kabeln durchgeht. Zack, zack, zack. Zack. Und dann hier in den Strom rein. Also wir müssen auch das hier noch gucken. Das ist der TV-Kabel. Den werden wir mal hier oben hin machen. Der kommt dann ganz zum Schluss. Das ist auch für die HDMI. So. Dann kommt jetzt die PlayStation dran. So. Bei der PlayStation muss ich jetzt aber schon HDMI ranmachen, weil die PlayStation 4 Pro, die hat echt einen beschissenen Stromkabel. Das heißt, sobald man da immer wackelt, ist der raus. Angeblich soll es zur Sicherheit dienen. Und da nehme ich jetzt den aus der Pro-Serie von Kabel Deluxe, Kabel Direkt, und der kann so ja 8K, also ich wäre damit so ja für die PS5 schon gewappnet. So, dann haben wir den einmal dran, den HDMI. Den packen wir uns einmal hier zur Seite. So, dann kommt der LAN-Kabel. Der kommt ganz nach hinten, zack. Dann kommt der Kamerakabel. Dafür müssen wir die Kamera erstmal wieder an die richtige Stelle machen. So. Jetzt hält sie. So. Kamera an die richtige Stelle. So, Kabel hier unten durch.
Dann hier hinter der Soundbar lang. Nicht mehr aus wie Technik, ey. So, nochmal. Und da lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen Kabel über. So, dann dürfte da nichts passieren. So. Der kommt dann, die Kamera kommt dann direkt beim HDMI mit hin. So. Dann fehlt uns natürlich noch der USB von der Festplatte. Den machen wir hier mit drin. So. So, dann haben wir die jetzt alle zusammen und könnten uns die jetzt hier auch nochmal separat, aber dann nehmen wir dann die hier. Wo willst du hin? Nach oben. Warum? Willst du, soll ich kurz Pause machen? Wartet mal, Leute, ich muss mal kurz Pause. Da bin ich wieder. Wir können jetzt weitermachen. Ich musste kurz auf die Kleine aufpassen. Frauchen musste auf Toilette. So, wenn wir die mal hier einzeln packen. So, und da haben wir dann jetzt nämlich hier so ihn. Da steht dann halt Kabel direkt drauf und hier oben haben wir ein Loch. Und damit können wir jetzt, ja, das hier vernünftig hinstellen. So, gucken wir mal. So. So. Dann machen wir den LAN-Kabel hier gleich mit rein. So, die Festplatte ist da auch mit drin. So. So, und die Kamera. Dann machen wir das dann hier durch. Durch das Löchlein durch. Könntet jetzt hier schön eng ziehen und rumwickeln. So, dann brauchen wir aber noch einen. Weil die sind hier was länger, das ist ganz gut. So. Und dann liegen die einzelnen Kabel, die hier für die PlayStation 4 sind, nicht mehr hier so rum. Sondern sind jetzt hier schön in einem Bund drinne. Und dann können wir die hier nämlich schön verstauen. So. Ich sehe nur gerade, dass wir das hier noch anders machen müssen. So. So. Den machen wir dann noch hier hinter den Kabel. So. Und hoppala, ich sehe gerade, dahinter können wir den auch machen. Scheiße. Hat
Das ist weiß, unten ist weiß, oben ist gelb, rot. So. Unten ist weiß, oben ist rot. So. Genau. Können wir das so machen? So. So, und dann brauchen wir jetzt hier natürlich den Stecker für die PlayStation. Das ist der HDMI. Brauchen wir den Stromkabel. Der ist hier. So. So, einmal Strom. HDMI. Was machst du denn mit ihr? Na, gib ihr doch was ab. Warum meckert sie dann? Hoppala, Scheiße. So. So. Das ist dann digital. Hier sind die Gummifüße, ja. So, dann kann das nämlich hier in die Ecke. Der... Der Kabel für die Cambridge Audio kommt dahinter. So. So, dann ist der Kabel dahinter. So, haben wir hier schöne Kabelbünde. Das ist der HDMI von der PlayStation. Den brauchen wir auch später erst. Und das ist der Stromkabel. So. Und den stecken wir jetzt mal hier rein. So, Strom. So, wo haben wir denn den anderen? Da. Der ist von der Festplatte. So. Den stecken wir auch rein. Der ist für den Blu-ray-Player. Der passt hier nicht rein, also geht uns ein Stecker verloren. Zack, bumm, rein. Und haben so ja noch einen Stecker über. Puh, so ist es richtig. So. Und dann mache ich den Strom hier. Ich habe noch zwei vom HDMI-Kabel über. Die reichen dafür dicke aus, dass wir hier den Strom noch ein bisschen zusammen machen können. Hier hinten. So. Und dann haben wir das schon mal fertig. So. Jetzt geht's ans Feintuning. So. Jetzt brauchen wir unseren
HDMI-Verteiler 5:1 als erstes. So, und der muss noch irgendwie an Strom. Das Problem ist, dass wir keinen Strom mehr haben. Der muss nämlich auf A. Oder muss der, machen wir den auf Dauerstrom? Wir können den eigentlich auf Dauerstrom machen. Nee, machen wir nicht. Der braucht ja nur, wenn PlayStation. Das läuft. Den machen wir hier irgendwie mit dran. So. Das ist das. Na, dann, wir haben ja hier noch einen übrig von dem Dreierverteiler, wo wir unser Ambilight rangeklemmt haben. Weil wir haben eigentlich noch einen übrig hier unten, aber da ist zu wenig Platz. Den kriegen wir da nicht hin und ich will das halt nicht quetschen. Also machen wir das natürlich daran. So, haben wir. Dann gehen wir einmal hier lang nach oben. Zack. Und dann an unseren HDMI-Verteiler, der jetzt unter Strom steht. So. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben hier den HDMI von der PlayStation. Den machen wir auf 4, wegen PlayStation 4. Das habe ich bei meinen HDMI-Verteilern immer so gehabt. Und PS3 hatte ich damals auf 3. So, auf 4 haben wir PS4. Wir machen das aber erstmal so weiter fertig, wie wir wirklich brauchen. So, dann haben wir hier den den 1:4. Da haben wir jetzt natürlich das Problem, wir haben jetzt wirklich kein USB mehr, wir haben jetzt keinen mehr frei, wo er reinpassen könnte. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier am besten machen. Wir könnten ihn jetzt rein über USB machen. Wir könnten den rein über USB machen und ich denke mal, das werden wir auch tun. Weil der Stecker ist zu dick. Das ist so ein dicker Stecker. Den kriege ich hier nicht mehr unter. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir machen den da ran. Seht ihr? Ich habe nämlich hier noch vom Ambilight so einen kleinen, dann können wir das, weil die USB-Stecker brauche ich später noch für die neuen Geräte. So. Und dann schließen wir das hier an. So. Zack. Und hier haben wir den 1:4. 1:2. Den holen wir uns auch gleich mal hoch. So. Und jetzt brauchen wir natürlich noch mehr Kabel. Wir machen an, den Stromkabel können wir später noch legen, an Steckplatz 1, HDMI 1, mache ich mein Fire TV ran. Auf 4 habe ich die PS4. So. Haben wir. Dann, wo haben wir den? Genau, hier. Habe ich hier so einen dicken Kabel. Das ist der 10 Meter Kabel. Den habe ich auch extra was länger gelassen. Der ist mit Absicht so lang, weil es reicht aus, was hinten beim PC ist. Da ist auch noch was zum Variieren, falls ich den PC mehr nach links oder rechts mache. Den habe ich aber mit Absicht so lang gelassen, auf der Seite, dass ich die PlayStation auch oben auf den Schrank raufpacken könnte oder ganz nach oben. Je nachdem, was ist, könnte ich da jetzt noch variieren. Da ich jetzt hier nicht so einen langen Kabel brauche, müssen wir den jetzt hier auch noch mal ein bisschen abteilen. So, da reicht uns das, was jetzt hier über ist, das Stücke, reicht uns direkt aus. Und hier oben in zwei Umdrehungen, die brauchen wir jetzt nicht. Die hauen wir jetzt auch hier zusammen.
So. Und auf der anderen Seite auch noch zusammen. So. So, dann haben wir den nämlich hier so schön zusammen. Den können wir dann später, wenn wir dann nicht mehr so viel Kabel brauchen, kann ich ihn dahinter einen Schrank verstecken und alles ist in Ordnung. Und den machen wir jetzt erstmal auf Ausgang 1. So. Dann ist es nämlich nachher nicht so nervös. Zack, auf Ausgang 1. Dann haben wir das nämlich schon mal fertig. So. Und dann brauchen wir noch einen. Auch einen von den 8K, von den High-End-Kabeln. So. Der kommt. So. Vom Ausgang, also vom 5, so, vom 5 zu 1 kommt der in den Eingang, dass wir alles, was wir auf dem 5 zu 1 haben, auch zur Capture-Karte jagen können. Für die Android-Boxen und was weiß ich, worüber ich mal Videos machen will. So, dann haben wir praktisch einen Eingang. Einmal 10 Meter Ausgang. So, und jetzt brauchen wir ja noch einen Ausgang zum TV. Was aber nicht zum TV gehen wird. Ach, scheiße, Epo. Josie, kannst du das mal aufschneiden? Hier irgendwann durchschneiden? Oder gib mir mal ein Messer rüber. Da ist mein Unboxing-Messer. In dem Korb ist mein Unboxing-Messer. Im Korb. Jetzt ist ein Karton. Korb. Nicht auf dem Tisch, das ist. Dann holen wir ein Messer aus der Küche. Nee, hab schon. Ja. Scharf ist anders. Ja, das ist so alt, da ist schon die Begrenzung raus. So. So. Die hebe ich mir auf. Die kann man noch nutzen. So, dann kommen die ab. So. Und dann kommt an den 1 zu 2 beim zweiten Ausgang einer rein. So. Und der, oh Gott, der geht zum Dream Screen. So, zack. Und schon haben wir beim Dream Screen auch einen Eingang. Jetzt brauchen wir noch einen, logischerweise, vom Dream Screen zum TV. Dann nehmen wir dann natürlich auch so ein hochwertiges. So. Und warum mache ich jetzt auf der ganzen Strecke nicht einen normalen 4K mit dazwischen? Nehmen wir mal den hier. Das ist jetzt ein aus der Pro-Serie ein 4K. Ja, seht ihr das? Ja, der ist nur schwarz-blau und der ist nicht so schwarz-blau, schwarz-blau. Der ist nur 4K. Wenn ich jetzt hier zwischen ein, und der kann ja auch 8K. Wenn ich hier irgendwo zwischen einen 4K-Kabel habe, das soll ja soweit sein für die Zukunft, dass
wenn es 8K-Switches gibt oder in 1:2 in 8K, dass ich die Geräte nur austauschen muss. Die Kabel sind schon die passenden da, falls ich denn einen 8K-Fernseher habe. Oder die PS5, die soll ja 8K-fähig sein. Und wenn ich da denn den passenden Fernseher zu habe oder so, dann brauche ich nur die Kabel, brauche ich nicht die Kabel austauschen, sondern nur die Beniräte austauschen. Und ich könnte dann 8K machen. Das ist der Grund. Weil der 1:2, den lasse ich auf automatisch und nimmt dann natürlich immer die schwächste Quelle. So. Ach, wenn ihr auch das von Samsung habt, wie ich, so mit einem Fernseher mit dieser Box hier, dann nehmt Anschluss 4. Hat mir der Samsung-Mitarbeiter gesagt, also der Techniker, Ausgang 4 oder Eingang 4 ist der mit der meisten Performance oder ACR, da wird alles unterstützt und die anderen sind dann halt nur HDMI. So. Irgendwie, keine Ahnung. So. Jetzt haben wir praktisch das so gemacht. Hier geht alles rein. Von hier, vom HDMI-Switch 5:1, geht es in den 1:2. Von dem 1:2 geht einmal in den 10-Meter-Kabel, der zur Capture-Karte geht am PC. Einmal in den 8K-Kabel, der in den 4K-Dreamscreen geht, hier. Vom Dreamscreen geht er raus in den TV. Und dadurch habe ich eine einzige TV-Quelle, habe alle Geräte hier dran und kann alle Geräte, die hier dran sind, praktisch zur Capture-Karte jagen. So, wir sind aber noch nicht fertig. So, wir müssen jetzt erstmal noch den Stromkabel. So, den Stromkabel. Ach Gott. Zum Fire TV legen. Wir gucken, wie das angeschlossen wird. Falsch rum, so rum. So. Dann haben wir das Fire TV angeschlossen. Dann haben wir noch einen. Wo ist er? Hier. Noch einen von den 8K-Kabeln. So. Noch ein. Der kommt vom Blu-ray-Player. Hoch. So. Kappe weg. Vom Blu-ray-Player hoch. So. Und den machen wir auf 3. Ne, 5. 5. Obwohl. Ich mache das anders. Ich mache PS4 nicht auf PS4. Ich mache PS4 auf 2. 1 ist Fire TV. 2 ist PS4. 3 ist der Blu-ray-Player. Und dann können wir den Blu-ray-Player nämlich hier unten schon mal wieder so reinmachen in die Schrankwand, wie er sein soll. So. Und wir sind immer noch nicht fertig. Wo ist das ein Kabelwirrwarr hier bei mir? Jetzt brauchen wir noch, wo habe ich den denn hingepackt? Ich habe da schon einen ausgepackt. Da. So, dann haben wir hier einen aus der Pro-Serie, ein 4K aus der Pro-Serie. Der kommt so von der vom Receiver. Hoch hierhin auf 4. So, haben wir 4. Dann brauchen wir noch einen.
Und ob es wirklich richtig geht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, das werden wir nämlich dann gleich auch alles testen. So. Dann haben wir den. So, und der kommt dann von der Kodiana Box hoch. Also von der Android Box. So. Und der kommt auf Platz 4, 5. So, somit habe ich alle Geräte angeschlossen und habe keinen Platz mehr für neue Geräte. So, damit das hier alles noch ein bisschen reibungsloser läuft und ich hier nicht so viel Kabel einzeln habe, mache ich mir hier noch Klettband rum. So. Und hier auch. Ach, das ist hier durcheinander. Müssen wir hier nochmal abmachen. So. LAN-Kabel, das kommt alles ab. So. So, dann habe ich das hier nämlich alles so ein bisschen mehr zusammen. Dann kann man hier auch nochmal ein Klettband rummachen. So, dann habe ich die nämlich schön zusammen. So. So, dann haben wir das nämlich angeschlossen. So, dann kommt der hier ran. Und der. Hoppala. So, dann haben wir die nämlich hier zusammen. Ja. Hoppala, Klinkerkabel geht raus. So. So, na. Das haben wir. So. So, dann haben wir hier nämlich auch schöne Kabelstränge. Haben die hier schön zusammen gemacht.
So. Dann kann man das nämlich hier reinstellen. So. Und jetzt können wir mal gucken, ob das funktioniert. So, wir machen jetzt B an, geht, das ist die PlayStation. A geht. C und D gehen natürlich nicht. Jetzt müssen wir A anmachen. Das ist der falsche. Wartet. Ach so, genau. Doch. So, B an. Ach so, ich habe gar nicht eingeschalten, den Stecker. Ne, dann kann es ja auch nicht klappen. So, A an. B an, C, C aus, B aus, C geht nicht an und aus, genau. Und D. Genau, hier. Hier seht ihr das vielleicht so ein bisschen leuchten, an und aus. Gut, also vom Strom her läuft es schon super, alles richtig angeschlossen. Ich habe auch kein weiteres Gerät mehr, was ich jetzt hier noch hätte anschließen müssen. Ich muss nur gucken, wie das jetzt aussieht. Gut, 1, 2 ist wichtig, 3, 4, 5 geht. Geht's auch hier mit? Geht auch. Power aus. Power an. Power aus. Gut, den hätten wir jetzt rein theoretisch auch auf Dauerstrom machen können. Dann hätten wir also ja noch einen Stecker frei gehabt. Ich glaube, das werde ich auch machen. Den auf Dauerstrom machen. Weil da ist noch ein Stecker frei. Da ist noch ein Stecker frei. So, welcher ist denn das? Ist das der hier? Ne, der ist es nicht. Dann ist es der. Genau, der ist es. So. Dann haben wir da ein bisschen weniger Probleme, wenn wir den auf Dauerstrom machen. So. Dann können wir nämlich den so, hier mit dran machen. So, dann passt das alles schon ein bisschen besser. So, und bevor wir jetzt hier irgendwas machen, gucken wir uns nämlich an, ob das auch läuft. HD60, so, das, was ich mir angeguckt hatte. Fokus, Tobi, Mutti, Blue Hunter, Andy, Mirko. So. Jetzt machen wir hier erstmal da an. Achso. Habe ich alles an? Ach so, kann ja gar nicht gehen. Ich habe den ja noch nicht angeschlossen. So. Aber jetzt sollte es gehen. So.
HDMI. Neues Gerät erkannt. HDMI 1. Quellen. Müssen wir kurz warten. HDMI 3. So. Wir haben jetzt nur noch eine einzige HDMI-Quelle. Gerät wird erkannt. Jetzt denke ich mal, wird er das Fire TV erkennen. Achso, das seht ihr jetzt gar nicht. Also ich denke mal, der wird jetzt das Fire TV erkennen. Wir müssen auf 1 machen. So, Gerät erkennen lassen. Mal gucken, ob er jetzt überhaupt so erkennt. Ja, seht ihr, das will er jetzt nicht wirklich. Weil es über zu viele Ecken ist. So. Ist alles angeschlossen, ist auch angeschlossen. Also, mal Strom rausmachen. Machen wir es ihm mal ein bisschen einfacher. Strom wieder an. So, HDMI 4. Weil ich ja den Kabel erst angeschlossen hatte, den grauen. So, Fire TV. Oh Gott. So. Den können wir jetzt verschieben nach ganz vorne. So, Gerät wird erkannt. Weil ich ja jetzt ein Bild hatte, müsste er rein theoretisch jetzt mal das Fire TV erkennen. Es kann sein, dass es Probleme gibt, weil ich über zu viele Quellen weitergehe. Weil ich gehe ja in den HDMI-Verteiler 5 zu 1. Von dem 5 zu 1 gehe ich in einen 1 zu 2 und von da aus gehe ich ja in den Dreamscreen 4K und vom Dreamscreen 4K erst in den Fernseher. Abbrechen. Weil normalerweise zeigt er denn da auch ein Logo an und so was alles. Will er jetzt hier natürlich nicht. Der hat den ausgeschalten. Ist ja kein Wunder, wenn er nichts erkennt. Der hat den ausgeschaltet. Ja, Mausi. Der HDMI-Switch war off, aus. Jetzt ist er an. So. Jetzt müssen wir gucken, wie das jetzt läuft, wenn wir jetzt nur die PlayStation an. Und wir haben jetzt ein 4K-Bild UHD. Aber ich bin mit dem Bild jetzt nicht so zufrieden hier. Das muss ich auf jeden Fall noch mal einstellen. Das sieht nicht so toll aus.
So, jetzt machen wir den mal auf 2 für die PS4. Das sieht wiederum sehr gut aus. Und da gehen wir jetzt, doch, das sieht sehr gut aus. Gehen wir jetzt einfach mal in Crash Team Racer rein. Und gucken mal. Ach, falsche Taste. Ja, wir haben 4K UHD mit HDR, sagt mein Fernseher. Also HDR funktioniert auf jeden Fall. Bild sieht auch sehr gut aus. Ein bisschen blass an manchen Stellen. Also da muss ich mal gucken, dass ich es noch dann über den TV einstelle. Mal einen Boxenstopp gehen. Ah, das Mondauto gibt es momentan. Oh, den will ich haben. Die Katze. 2500. Muss ich heute noch ein bisschen Yelta spielen. So. Aber so sieht das Bild echt gut aus. Das läuft. Ach, jetzt habe ich schon wieder die Fernbedienung gedrückt. Und jetzt drücken wir hier auf 1. Jetzt müsste gleich das Fire TV angehen. Da ist Fire TV. So, und dann gucken wir mal, was wir bei den Bildeinstellungen hier ändern können. So, erstmal Quelle. Die Quelle wollen wir erstmal umbenennen. Universalsteuerung wollen wir nicht. Wir wollen das Ding umbenennen. Und wir wollen ein Icon haben. Was wollen wir denn haben? Wir wollen... Ach, lassen wir einfach das und dann alles löschen. HDMI Freizeichen. Und dann machen wir Switcher hin. Switcher. Fertig. Okay. So, und dann steht dann HDMI-Switcher und wir haben dann hier unten nicht so ein graues Bild. Wir haben dann ein blaues Bild. Das sieht dann halt schon mal optisch ein bisschen besser aus. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das vielleicht über zwei... Ob ich mir noch einen zweiten 1:2 hole und dann praktisch das zum Dreamscreen jage. Und das von dem Verteiler direkt zum TV. Weil dadurch, dass das Dreamscreen ist, kann ich hier den HDR-Mode, kann ich separat hier nicht einstellen. Ich kann Hintergrundbeleuchtung, Schärfe, Kontrast, das kann ich machen. Der Dreamscreen stellt das eigentlich ganz gut ein, aber trotzdem. So, Bild. Bildmodus auswählen, HD plus 16 PI, Experteneinstellungen. So, Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung, Schärfe 20, Kontrast 80, Farbton. So, wir werden das mal testen. Wir machen das jetzt mal auf was hatte ich denn, mit Fire TV immer auf 1, glaube ich. So, 1. So, jetzt hat er hier auf 1 was erkannt. Unbekanntes Gerät. Da sieht die Grafik auch nicht. Oder es kann auch sein, dass es, weil ich jetzt hier vorne sitze, dass es dann so ein bisschen, also direkt davor bin, dass es ein bisschen anders aussieht.
Oder weil er dann, ach, der war auch lange ohne Strom. Es kann sein, dass er die Bildschirmeinstellungen geändert hat. Dass ich da dann jetzt erstmal wieder alles neu einstellen muss. Na, das wäre jetzt natürlich kacke, wa? Darauf habe ich ja nun jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock, dass ich das alles neu einstellen muss. So, unbekanntes Gerät, abbrechen. Ah, seht ihr? Und der schaltet jedes Mal, jetzt hat er das wieder ausgeschalten, den 4K-Verteiler, also den 5:1. Wenn der Fernseher hier sucht und sagt, er hat was gefunden und ich sage, ich möchte ihn nicht manuell einstellen, dann schaltet er den HDMI-Switch aus. Falsche Fernbedienung. Ja, irgendwie wird das Bild nicht besser. Digital aufbereitet. Motion Plus. Aus. Das hatte ich eigentlich immer aus. HD Plus Modus an. Da müssen wir mal unter gucken, ob er wirklich jetzt alles hat. HDMI, CEC, Spielmodus, HDMI Color, überall ist drin. Motion Plus aus. Warm. Ich habe nie warm gehabt. Ich hatte immer auf Standard. So, wir können ja einfach mal, ich teste das jetzt einfach mal, ob es jetzt wirklich am Dreamscreen liegt oder nicht. Ich nehme jetzt einfach mal den raus, der ins Dreamscreen führt und mache den auf 4. So. Jetzt hat er logischerweise ein neues Gerät erkannt. Weil wenn ich das jetzt alles wieder so wegpacke und das läuft nicht, dann ist auch Kacke. Das wäre ja Blödsinn. So. Und jetzt habe ich hier immer noch ein grünes Licht. Jetzt ist das Licht aus. Und jetzt abbrechen. So, nee, das Bild ändert sich nicht. Das sieht genauso aus. Also muss ich alles nochmal neu einstellen, weil ich finde das Rote von Netflix und von YouTube nicht mehr so schön. Das war alles ein bisschen toller. Ein bisschen extrem toller. So, machen wir das hier wieder rein. Das machen wir. Uff. Passt auf, wir machen das einfach mal. Testen wir mal das direkt. Jetzt machen wir mal Fire TV direkt hier ran. So, 4 dran. So. So, jetzt habe ich das Fire TV direkt da dran und er erkennt gleich an. Fire TV, 4K, das ist klar. So. Und verschieben. So. Und das Bild sieht wirklich röter aus. Oder bilde ich mir das ein? Also entweder bilde ich mir das ein oder ich weiß auch nicht. Jetzt testen wir einfach gleich nochmal. Zack. Und Fire TV ran.
Also wenn es nur der Rotstich ist, das kriegen wir auch hin so. Oh, ich will doch nicht, dass du hier ein Gerät erkennst. Muss ich wohl. Na, dann erkenn mal. Hm? Mausi. Mausi schmusig. Also liegt das nicht am Dream Screen, sondern am 4K-Verteiler. Also ich will nicht sagen, dass das Bild scheiße aussieht. Es sieht gut aus, aber es fällt halt auf, dass der Rotstich weniger ist. Ja, Mausi. Also unten im TV hier Netflix schön rot, das YouTube-Zeichen rot. Wo ist das Fire TV? Warum ist es jetzt nicht da? Ist doch gut. Irgendwie will er jetzt gerade nicht. Fire TV ist dran, ist auch auf Strom ist dran. Hier ist der Strom auch dran. Ist ja gut, Mausi. Ist doch gut. Hm, ist gut. Ja. Machen wir Fire TV nochmal ab vom Strom. Nochmal separat dran. Wir können ja auch mal hier auf 4. Bin ich jetzt doof? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Nee, das geht da rein, das geht hier hin, das geht hier hin und das geht dann hier rein. Und offline. Angeblich ist der offline, aber der ist nicht offline. Vielleicht ein bisschen zu viel jetzt rumexperimentiert. Strom raus, Strom ran. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu viel hin und her, ich stecke. Und da hat der Fernseher jetzt gerade gesagt, also die Box, hier kommt nichts. Müssen wir kurz warten, bis der Fernseher, da ist er schon. Ein 4K-Signal, USB, HDMI 4 hat er. Ah, ich höre meine Tochter. So, er erkennt jetzt kein Signal, okay, Quelle. Wir müssen mal nochmal die PlayStation anmachen, gucken, ob dann was erkannt wird. Ich habe euch schon kommen hören. Also irgendwie habe ich jetzt auf der Quelle kein
Signal. Ach so, es könnte auch sein, dass ich den Dreamscreen verstellt habe. Dann kommt natürlich auch nichts an, wenn ich Dreamscreen auf Eingang 1 habe und Eingang 2 benutze. Das ist dann reichlich unpraktisch. Ja, der steht nämlich hier auf was anderes. So, lila. So, der Dreamscreen ist es auf keinen Fall. Dann ist es der TV. Dann warten wir auf 1 wieder. So, 1. Seht ihr, jetzt geht er nicht mal mehr raus aus. Ja, doch 1. Unbekannt. Er sagt aber nicht, dass da was ankommt. Können wir ganz einfach testen, indem wir hier den nehmen und den mal direkt hier dran jagen. Zack. So, nochmal ran. HDMI 1, ja, ich. HDMI 1 ist tot. HDMI 4. Jo. Irgendwie will er das nicht. So. Jetzt sagt er kein Signal gefunden. Achso, das ist der falsche. Ja, da kann ja auch gar nichts kommen. Ach Gott. So. Ach Gott. Den müssen wir nehmen. Und den jagen wir jetzt einfach mal an 4. So, zack, Bild. Gerät wird erkannt. Jetzt erkennt er natürlich gleich die PlayStation. PS4. Seht ihr? Zack, erkannt. So, jetzt können wir das ja wieder zurück machen. Oder wir machen mal Trick 17. Wir machen mal den Fernseher aus. Machen das zurück. Machen das hier da ran. Und nehmen den hier. Und den da ran. Weil jetzt kommt immer noch das PlayStation-Bild. Aber jetzt steht nicht mehr PlayStation da. Seht ihr? Jetzt steht wieder nur HDMI 4. Der Fernseher ist zu intelligent. So. Machen wir das erstmal da ran. Umbenennen können wir das immer noch. Und jetzt machen wir das wieder auf Gerät 1. Achso, nee, vorher machen wir die PlayStation wieder aus. Die muss nicht die ganze Zeit laufen. Power, PS4 ausschalten. Und jetzt nehmen wir hier und schalten auf 1. Meine Frau wird sich freuen. Noch eine Fernbedienung mehr. Die ist schon total begeistert. Ja, so guckt sie auch. So, und jetzt seht ihr das hier, den Unterschied. Netflix, YouTube. Und hier seht ihr das, wie schön rot das ist. Das ist hier halt jetzt nicht so. So.
Download läuft. So, und wenn wir jetzt das Fire TV natürlich normal anschließen hier dran. So, guckt euch das an, merkt euch das. Rot. Das Rot ist nicht so schön rot. Und jetzt nehmen wir das Fire TV einfach mal hier ab. So. Und ich stecke das Fire TV jetzt an den gleichen, wo wir jetzt gerade dran waren, ran. So, Gerät wird erkannt. Jetzt erkennt er natürlich, dass er das Fire TV ist. Und ich habe nichts in den Bildeinstellungen geändert. Zack. So, und jetzt seht ihr hier, das Rot ist genauso rot wie hier. Jetzt ist das nicht mehr so dunkel. Wir müssen mal versuchen, was ist denn, wenn wir jetzt das anschließen. Also es liegt definitiv nicht am Dreamscreen. Ich habe es ja auch schon ohne Dreamscreen getestet. So. Na, jetzt hat er den wieder ausgeschaltet. Aber ich habe da gerade noch eine spontane Idee gehabt. Ich hatte sowas in der Art schon mal. Bei Red Dead ist mir das aufgefallen. Oh, scheiße. So. So, und jetzt stelle ich einfach mal nur den 4K-Switch auf Auto. Das hatte ich nämlich schon mal bei Red Dead, dass Rot nicht mehr so rot aussah, sondern so ganz verblasstes Rot. Wie ein 20 Jahre altes rotes Auto, was so irgendwo rumsteht. So. Jetzt machen wir mal auf Mixit. Jetzt hat er die Quelle schon wieder nicht anerkannt. So. Jetzt hat er den HDMI-Switch aus. So. Nee, wird nicht besser. Und jetzt mache ich einfach mal wieder. Ein bisschen röter ist geworden und mal ganz nach drüben auf Copy. Dass er das Signal halt kopiert. Wenn mich meine Augen jetzt nicht im Stiche lassen. Nee. Leider immer noch nicht so rot. So, jetzt gucken wir mal, was passiert dann, wenn wir bei Einstellungen sind. Bild, Experteneinstellungen, Farbe. Wenn wir jetzt hier ordentlich Farbe reinklatschen, gut, dann wird es wieder rot. Dann machen wir mal auf 65, oder?
65. Was sagst du, Schatzi? Zu rot? Hm? Zu rot oder schön so? Gut, dann lassen wir das so. Mal gucken. Ich habe das Gefühl, dass es weggeht. Lernt dadurch gleich ganz so. Mit den Bewegungen. 70 mal 75. So, sieht schön aus. Das ist jetzt zum Teil. Ja. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es zu wenig ist. Ich will mal jetzt testen, ob es jetzt. Ich habe das Gefühl, dass es abdunkelt ein bisschen. Nee. Ja, Farbe nehmen wir aber was raus, gehen wir auf 80. Ja, 85. 85. So. Ja, mal gucken. Jetzt ist vielleicht doch ein bisschen viel. Können wir ganz einfach überprüfen. Nehmen wir uns jetzt hier einfach mal die normalen Standardbilder angucken. Nö, sieht gut aus, oder Hasi? Ja. Oder zu hell, also zu viel Farbe. Ne, sieht gut aus. Mausi, das Topmodel. Mausi, das Topmodel, ja. Ne, sieht sehr gut aus. Also können wir so lassen. Würde ich sagen. Machen wir hier erstmal alles wieder aus. So, dann bin ich wohl soweit doch zufrieden. Aber ich musste halt, wie gesagt, habt ihr gesehen, die Farbe wirklich sehr hoch stellen, damit es wieder so rankommt an das, wie es früher war. So, ihr seht, jetzt sieht immer noch scheiße aus. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja, dass es schick aussieht. Deswegen werden wir jetzt erstmal gucken, wie wir das am besten packen. Und ich habe mir da schon was einfallen lassen. So, wir werden jetzt erstmal so, das hier ran. So, dann brauchen wir den. Da, vom Dreamscreen den Kabel, den müssen wir hier reinmachen, dass wir auch vom Dreamscreen, dass es halt zum Ambilight geht. Und den werde ich hier oben lassen, dass ich halt notgedrungen mal noch was einstellen kann. Der kommt wieder neben die PlayStation. Aber der hier, der 5 zu 1, der ist jetzt nur nicht, da tut jetzt nur nicht Not, dass der jetzt hier oben drauf ist. So, deswegen habe ich mir überlegt, werde ich den. So.
unten hin machen hier auf die Cambridge Audio. Und Cambridge Audio habe ich mir überlegt, habe ja noch einen Stecker frei. Den haue ich dann an auf die Receiver. So. Dann können wir das nämlich auch. So. Mit einem von den tollen Verstellbaren von Kabel direkt machen. Sieht dann natürlich ein bisschen schöner aus. So. Ach, jetzt gibt es gleich wieder Armbrote. So. Aber dann ist immer noch genug Platz, dass ich den irgendwo verstecken kann. So. Und dann packen wir den mal hier so rum. Zack. So. Und seht ihr, dann ist er halt schon der hier nicht mehr so lang. Jetzt müssen wir das noch alle sehen, wie wir das hier vernünftig verpacken. Ich habe ja jetzt hier ganz viel Kabel. Hier wird das jetzt. Ich habe gedacht, das wird ein bisschen weniger, aber nee, das ist jetzt hier noch mehr geworden. So, man sieht auf jeden Fall schon mal besser aus und man kommt einfacher an alles ran. So, ich muss jetzt nochmal das Mikro abmachen. So, dann kommt die hier hinter. So. Jetzt können wir den nämlich hier so lassen. Und dann noch ein bisschen zurück am besten in der Kleen. So, dass der nicht gleich vorne ist. Stromkabel. Nee, das ist der HDMI. So, dann habe ich ja noch den alten HDMI, der da mal war. Den habe ich gedacht, lasse ich mal dran. Weil ein HD-Bild geht ja immer noch. Und so. Puh. Oh, jetzt ist mein Pinöpel ab hier. Ja. Das Gute bei den Kabel direkt. Kabel. Ach.
Also das Gute bei den Kabel-Direkt-Kabeln ist, wir können uns die hier langlegen. Die sind ein bisschen flexibel. Man kann die so ein bisschen knicken, ohne dass man gleich Angst haben muss, dass hier irgendwas ausbricht. Warte mal, der muss... So. Dadurch können wir die Kabel jetzt hier schön hinten lang machen. So. Können den hier schön ranmachen. So. Können die Kabel hier so ein bisschen rumknicken. Wegen dem Fach hier unten runter. Dadurch steht der vernünftig gerade. Ja, der hier. Dann können wir das hier nämlich verstecken. So. So, den werde ich jetzt auch mal dahinter verstecken, das Ambilight. Das muss ja auch oben drauf liegen. Den mache ich mal nach da. Auf der Seite haben wir noch Platz. So, dann machen wir auch das hier. Nach unten. So. Den auch nach unten. So. Den habe ich immer, ich weiß nicht warum, das ist so eine Macke von mir. Oh, scheiße, der Kabel. Der ist ein bisschen... Also der aus dem TV rauskommt, der Kabel, der hat schon leichten Knick in der Optik. Aber ja, muss ich aufpassen, weil meine Garantie läuft bald ab. So. So, seht ihr. Kann man das vielleicht ein bisschen besser sehen. Ich finde das halt schön, wenn der halt so mittig unterm Fernseher ist. Ja. Wenn der halt, hier ist das Samsung-Logo und wenn halt der hier auch noch mittig unterm Fernseher ist, jetzt ist es ja von der Anschluss ein bisschen ausgedünnt, aber ich finde es optisch halt schön. Ich weiß es nicht, es ist eine doofe Angewohnheit von mir. Es ist eine Macke. Achso, jetzt müssen wir noch die Uhr einstellen. 17.05 Uhr. Oh, das ist aber schon spät, Hasi. So, die Steckdosenleiste machen wir dann nämlich nach hinten und dann machen wir nämlich die Uhr. Ja, da ist auch zweimal USB dran, also falls ich nochmal USB bräuchte. So, und dann können wir jetzt die Steckdosenleiste verstecken, weil die brauchen wir jetzt nicht wirklich, dass die hier so oben offen rumliegt. Deswegen können wir die schön verstecken. Und die legen wir dann einfach mal hier hinten hin. Ah. Ah. So. Ist jetzt irgendwas rausgegangen? Ja, der Stecker ist rausgegangen. Ja, Papa ist hier. Ist das der Kabel für das Devolo Gigagate. Das Stromkabel, zack. Unten ausfahren die Standfüße. So. So, gucken, dass wir die LAN-Kabel jetzt hier so ein bisschen hinten ran machen können. So. So.
machen wir einfach hier drunter. So. So. Ach, Mausi, nicht jetzt. Ach, ich habe noch was vergessen. Das muss ja auch noch ran. Das ist mein Bluetooth-Empfänger. Für das Cambridge Audio. Ja. So, müsste doch hoffentlich der richtige sein. Ach so, das ist Fire TV, hat hier noch fest. So. Der Strom vom Fire TV abhängen. Och, wollt ihr mich denn verarschen? So. Es wird wirklich Zeit, dass das Fire TV Cube endlich kommt. So. So, den HDMI-Verteiler hier hin. Receiver, Android Box, so. Mausi, so. Uhr, das Bluetooth Verteiler, so. Ja, ihr hört, die Kleine ist schon ganz schön auf Zack. Der geht nicht nach ihrem Willen, dann wird protestiert. Ich spiele gerade mit der Plastikflasche. Ah, die spielt mit der Plastikflasche. Dann will die Plastikflasche nicht, wie sie will. Doch. Na, so kreischt sie doch immer nur, wenn es nicht nach ihrem Kopf geht. So. Wo habe ich einen Moment? Da. Ja, die Gigagate, Leute, das kann ich euch nur so empfehlen. Die ist so cool und so geil. Ich packe euch mal einen Link drunter. So, dann den Boxenkabel hier noch dahinter. So.
So. Sieht doch gut aus. So. Einmal. Ne, der ist auch schon. Der ist auch schon eingestaubt. Ich habe immer den Nakon jetzt benutzt. Nee, das ist so doof, war Hase, dann sieht man die Uhr nicht mehr. Das muss noch ein bisschen rüber. Was sagst du, Schatzi? Sieht man sie so besser? Gut. So. Noch ein PS4-Controller. Jetzt habe ich die PS4 angemacht. Müssen wir sie gleich wieder ausmachen. Mal gucken, ob der Switch auch alleine umspringt. Aber bestimmt nicht. Bearbeiten. Da. Ja, da war das. Und C, H. Okay. So. HDMI-Switch. Den machen wir jetzt auf die PS4. Ist doch ein bisschen sehr rot. Was ist denn los, mein Babychen? Fünfundsiebzig ist schon okay. Runter. Fünfundsechzig ist schön. Gut aus. Gold sieht gold aus, Bronze, Silber, sieht toll aus. Du machst so lange, bis du wieder eine blaue Zunge hast. Was? Ich sag doch nicht du, ich rede mit Tochter. Thank you.
Blau ist schön. Blau, so sieht schön aus. Also so gefällt es mir. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich habe hier was gefunden. Ach, das ist meine Schwangerschaftskapsel. Die ich in der Schwangerschaft genommen habe. Die ja. Schwangerschafts- Willst du haben? Nee. Das ist auch nur Fischöl, oder? Ja, können wir die doch holen, dann können wir sparen, wa? Was macht man, wenn einem langweilig ist? Der, der kommt ja leider bald weggeschickt, der in den Nakon. Aber den können wir ja so lange schön präsentieren. Was macht denn die? Die hat doch Langeweile, ey. So, das ist der andere Nakon. Jetzt animier sie doch nicht noch. So. Passt. Hackett hat Luft. Die laden wir jetzt mal. Der untere ist schon voll. So. Nur Dämlichkeiten im Kopf. Was sind Dämlichkeiten? Wenn es Spaß macht. Ja, und dann? Nix. Den hat Spaß gemacht. Nein? Der ist voll. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, wie ich jetzt. So. So, jetzt geht's noch ans große Aufräumen nachher. Das Chaos hier beseitigen. So. Jetzt sind wir fertig, Leute. Ich sehe noch was. So. Ich nehme euch mal hoch. Da ich euch das zeigen kann, nicht erschrecken. Das sieht hier wirklich hier katastrophal aus. Also die Klimaanlage habe ich jetzt hier rüber gestellt. Die stand eigentlich da, aber weil ich ja da ran musste an die Kabel. So, es sieht hier katastrophal aus. Mein Tisch. Die Beine von meiner Frau. Amazon-Bestellung, alles katastrophal. Aber wir haben jetzt die PC-Ecke. Habe ich separates Video gemacht. Die ist fertig. Anschließend alles neu hinstellen. Kater hat sich mein Stuhl gemopst. Hier ist noch was von der PC-Ecke, was noch eingeräumt werden muss. Und jetzt haben wir unseren TV-Bereich auch aufgeräumt. Wir haben hier ganz links die PlayStation. Logischerweise. Dann dort die 8 TB Festplatte. Einmal Lautsprecher, Cambridge Audio, nochmal Lautsprecher. Da ist die Gigagate auf der linken, auf der rechten Seite. Ja. Dann haben wir direkt da vorne. Die PS4-Controller sind auch alle, glaube ich, ja. Drei originale PS4. Zweimal Nakon, obwohl der jetzt zurückgeschickt wird.
Also den habe ich ja nur zum Leihen gehabt. Den muss ich leider wieder zurückschicken. Das ist meine. Die Uhr, die kann man auch schön separat einstellen. Und da Platz frei, das habe ich mit Absicht freigelassen, weil da der dicke Kater immer sitzt oder liegt. So. In der unteren Ecke sieht es dann so aus, dass wir hier unten den 4K Blu-ray Player haben. Also den Ultra HD Blu-ray Player. Da guckt noch so ein Stück Steckdose raus. Da ist die Cambridge Audio. Den HDMI-Verteiler habe ich da drüber gepackt. Da ist die Anchor X. Wie ihr seht. Also mein Receiver. Und darüber die Android Box, die Cordiana Box. Und es sieht jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich jetzt von hier oben reinzoome. Ja, leider kann man da nicht so viel sehen. Das weiße ist eine Steckdose und auf der Seite, ja, da ist halt die Steckdose für die PS4 und für den Blu-ray-Player. Es sieht jetzt auf jeden Fall, hoppala, wesentlich ordentlicher aus. Wir haben alle Quellen, die ich habe: PlayStation 4, Anchor X, Cordiana Box, Blu-ray-Player. Alle Geräte, also alle vier Geräte, gehen jetzt an den HDMI-Switch 5:1. Warte mal, da fehlt doch 1, 2, 3, 4. Da müsste ich doch noch einen Stecker frei haben. Ja, da muss ich gleich nochmal nachgucken. Ach, Fire TV ist ja auch mit bei, genau. PlayStation 4 Pro, Fire TV, Cordiana Box, Anchor X, Blu-ray Player. Alles geht zum, falsche Taste, zum HDMI 5:1 Verteiler. Von da aus geht's in den, von FastTech in den 1:2. Da geht einmal HDMI rein, zweimal HDMI geht raus. Einmal HDMI, der in der Mitte geht 10 Meter. Der geht hier hinten lang. Da unten drunter zum PC, zur Capture-Karte. Und der andere geht, ja, das habe ich jetzt hier hintergelegt. Das kann man jetzt schlecht sehen. Da auf der Seite liegt es dahinter. In den Dreamscreen und vom Dreamscreen in den PC, in den Fernseher. Dass wir jetzt alle Geräte praktisch, hoppala, dass wir alle Geräte zum PC in die Capture-Karte jagen können, hat den Vorteil, ich mach mal so, dann ist die Sonne nicht so schön, hat den Vorteil, wir können jetzt nicht nur PlayStation 4 streamen, ich kann im Stream auch auf eure Fragen zu Fire TV eingehen, kann euch das Menü vom Fire TV zeigen, ich will noch ein Video machen über meine Apps vom Fire TV, ich kann jetzt bessere Videos machen zur Anchor X. Kann ich euch das Menü besser zeigen und die Einstellungen und alles drum und dran. Wie gesagt, alles kann ich euch jetzt zeigen und kann das mir auch am, könnt ihr jetzt auch Fire TV dann sowieso anmachen und könnte sagen, hier mache ich auf TV, also auf die Capture-Karte, mach mir ein Capture-Kartenprogramm an, mach das oben auf den oberen Bildschirm, hab's im Großen, kannst mir da angucken und hab Ton. Also von daher funktioniert jetzt alles wunderbar. Am PC muss ich es noch testen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Das ist der zweite Akku jetzt, den ich leer mache. Also ist garantiert 3 Stunden, 4 Stunden mindestens lang das Video. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video, Stream oder so wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.